Okay. Mal gucken. Jetzt gehen wir erstmal zum Woronin. Bringen wir mal die ersten Sachen. Ja, wir kommen zurück in der Zone. Was wird heute noch passieren? Mit Glück werde ich mal 5 Sekunden in die Höhle reingehen, aber ich weiß es nicht, weil es kann passieren. Punkt. Ich weiß nicht, welche Musik da drin spielt. Wenn es nicht nur im Traum die Musik ist, sondern eben auch generell. Die schöne Resident Evil Fanmusik, dann kann ich das nicht onscreen machen. Und Punkt 2, ich finde mich darin überhaupt nicht zurecht. Ich peile da überhaupt nichts. Das ist vielleicht das zweite Problem. Naja, mal gucken. Vielleicht mit 5 Stunden hin und her laufen schaffen wir es. Oder wir gehen erstmal in den Sumpf zurück. Müssen wir auch noch hin. So, wo war jetzt dann das Maschinengewehr noch? Problem ist, ja gut, vielleicht soll ich es dann am Tag probieren. Ich habe jetzt überlegt, das nachts zu machen. Licht kann ich nicht machen, dann sehen sie mich. Nachtsichtgerät ist aber in dem Dingsbums keins drin, im Stealth-Anzug. Kommt man da auch wieder raus? Das ist halt die zweite Frage. Naja. Was? Nein. Batterie wieder vorne, Computer habe ich gemacht. Camouflage Exoskelett und kriegt er noch nicht. Muss ich halt nur aufpassen, dass es Fallschirm nicht gibt. Das wäre sonst ein bisschen blöd. Na komm. Ich denke, wir gehen jetzt mal kurz in die Höhle. Schauen mal nach, ob die Punkt 1 funktioniert. Und ob ich da zurechtkomme. Weil Sumpf, wie gesagt, das Maschinengewehr werde ich hier keinen Nerv drauf haben. Ich werde zu Dan gehen für den Snitch-PDA, aber das war's auch. Ich glaube nicht, dass ich dieses Maschinengewehr scheiße nochmal probiere. Jetzt definitiv nicht. Vielleicht im nächsten Jahr, wenn ich endlich mal weg bin bei meinem Arbeitgeber und wieder Nerven habe. Im Moment habe ich keine, also das können wir vergessen. So eine Scheiße wie Stealth-Mission oder sowas entfällt jetzt definitiv. Keine Zeit und keinen Nerv dazu. Es kommt Weihnachtszeit, da werden sie noch bekloppter. Das können wir also ein bisschen vergessen. Hä? Mein Gott, du schnarchst ja wie sonst was, ey. So. I have your equipment. Also, transceiver was missing, one of Bones' men had gone AWOL and taken it with him, was? Army Warehouse, ja, Old Village oder irgendwas vielleicht. Okay. I see, well, you're thanks for the dedication, I hope these artifacts again. Was kriege ich? Acidic Porcupine, Emerald Quirk, warum nicht? Enchanted Rifle mache ich. Poltergeist. Eliminate the Bandits, welche? Our fighters will take on the valley and you'll get to the garbage. Ja, wird doch eh nix, oder? Aber okay, mach ich mal. Wird doch sowieso nix. Poltergeist. Hab ich gemacht, was kriege ich? AK-9, Geld. Munition, isomorphic, warum nicht? Okay, ciao, see you. Okay. Ja, viel zu viel Munition dabei, aber egal. Garbage. Komm, werd fertig mit reinzoomen, danke. Mein Gott. So, Garbage ist hier. Ne, nicht Agrobrom. Hier, Garbage. Meint er die? Ja. Tja, das wird ja nichts. Kann ich wahrscheinlich gleich wieder abbrechen. Das ist wieder so eine Quest, die nicht funktioniert. Lass mich raus hier.
So, ja, dann würde ich sagen, holen wir jetzt noch schnell das Chance Rifle. Müsste eigentlich im Kasten sein. Ah, müde. Eieiei. Naja. So, ja, das weiß ich schon. Aber das ist relativ teuer, was du interesting hast, du Knallkopf. Weißt du ja, oder? Wo ist die jetzt wieder? Na? Hä? Habe ich sie intelligenterweise bei den Wissenschaftlern hin? Bin ich so blöd? Ja. Sieht so aus. Oder habe ich sie nicht zurückgekauft? Das wäre jetzt wirklich scheiße. Da ist er doch. Oh mein Gott. So, und dann gehen wir los und gehen gleich zu den Banditen. Entweder funktioniert es und wenn es nicht funktioniert, dann ja. Werde ich das vielleicht noch einmal probieren, einen Tag später, und dann ist gut. Dann, wenn wir die abbrechen, ja, da kann es hin. Ist ja Quatsch sonst. Früher ging das mal besser mit solchen Missionen. Da konntest du echt auch in alten Versionen, konntest du einfach hergehen und konntest sagen, okay, ich lasse die Mission mal aktiv. Und irgendwann hat sie sich entweder von selbst erledigt, weil irgendjemand anders das gemacht hat, oder es ging dann, da kamen dann doch auf einmal Banditen. Nur mittlerweile geht es überhaupt nicht mehr. Das ist ein bisschen schlecht. Um mal ehrlich zu sein, Sorge für kriege ich eine Windtorres, naja toll. I need a job, Zombie Hand, ja. Zombie Hand, habe ich gemacht. Könntest mir eigentlich auch mal meine Zombie-Hand zurückgeben und das blöde Poltergeist-Auge. Danke. Oh, tschüss. Was willst du denn noch? Nix mehr. Okay. Ciao. Dann werde ich mal deinen Kumpel, deinen Typen besuchen, da Petrenko-Meister-Zeug und war. So, ein Seva-Duty. Kriege ich den eigentlich nochmal oder wie sieht es aus? Müsste man auch mal nachschauen. Ja, Ivanzov, geh mal nicht auf den Keks, Mann. Hi, Meister Ensign. Hast du immer den Job? Nein, hast du nicht, gut. Ah, auf jeden Fall hast du gerade wieder gut Waffen. Er will wahrscheinlich genau die Waffe, ne? Das heißt, ich kann ihn leider nicht austricksen, indem ich sage, hier, dass ich das Maschinengewehr kaufe. Weil entweder war es Akim oder, nee, ich glaube, Ding hatte dann eins jetzt. Doch, Akim. Akim hatte das letzte Mal eins, wo ich auch dann die SA-7 oder was es ist, geholt habe, ne, die Schultergestützte. Ja, halt doch die Schnauze. Hä? Was mit deinem Fernseher? Läuft der oder läuft der nicht? Okay. Würde ich mal reparieren lassen. Also, ciao. Gucken wir nochmal. Wie gesagt, vielleicht sind sie da und wenn nicht, dann ist es wieder so eine Quest, die wir leider vergessen können. Ach, halt die Fotze. Hä? Warum auch nicht? So. Los. Na, schreit er denn so rum mit blöden Ratten? Aha.
Ah ja, ist der Rausweg hier immer lang, ey. Das ist ja nervig, ey. Ja. Aber war das von ihm der Auftrag? Ich habe gedacht, das war vielleicht von. Nee, stimmt natürlich. Von Sid gibt es ja immer nur den Carpark. Und der funktioniert da komischerweise meistens. Da spawnen ja auch welche. Naja. Was denn, Emission? Oh, Fisch, das ist doch scheiße. Ja. Also hierher. Es ist zwar nicht optimal, aber es muss reichen. Ich glaube, hier stellt sich Duty auch hin, von daher muss es da nicht gehen. Ja, jetzt kommen sie nämlich auch alle hier rein. Normalerweise, ja. Also können wir davon ausgehen, dass es reicht. Gut. So ein Scheiß, das habe ich auch noch gebraucht. Ey, ich will nicht an deinem Arsch riechen. Einen Schritt zur Seite, Mann. Irgendwie sehe ich nur Ärsche. Ist auch toll, er schreit wie bescheuert, aber ich krieg doch gar keinen Schaden, oder? Nee. Ja. Ich glaub's auch bald. Na, haben wir's bald. Oh, ist ja gut jetzt. Ihr seid ja total cool. Hauptsache mal das brennende Fass durchgelatscht, ne? Habt ihr sonst irgendwelche Drogen genommen? Willst du mit mir Drogen nehmen? Mann, Mann, Mann. Aha. Long live freedom, naja, wenn du meinst. Ich habe gerade gedacht, da ist ein Viech, dabei ist er. Geil. Ja, das sind die anderen zwei Knallkopfhändler. Raven und der Cook. Ich gehe davon aus, das ist wieder so eine Arschloch. Mission, die nicht funktioniert. Scheiße eigentlich. Schade. Ja. Hier ist niemand. Das kannst du vergessen. Ach ja, toll. Also gut, das heißt, wir gehen jetzt hier in diesen Tunnel. Weil irgendwo hier hinten muss der Übergang sein in die Höhlen. Da. Halt die Fresse. Ja. So, und jetzt kann es sein, dass es schief geht. Müssen wir schauen. Punkt 1, wenn eben die Musikpart nicht passt. Also es eben wirklich echte Musik ist, ist mehr möglich. Dann müssen wir das vergessen. Und Punkt 2 eben, ich finde mich da überhaupt nicht zurecht. Ich bin so blöd. Das ist Wahnsinn. Mit dem Rumfinden da. Schaden kriege ich jetzt gerade keinen, ne? Okay. Okay.
Jetzt weiß ich nicht, auf welcher Ebene sind die? Es sind ja, glaube ich, unterschiedliche Ebenen hier. Babkas, jede Menge Babkas. Was ist denn hier los? Da ist noch irgendwas Gelbes. Was ist denn das Gelbe? Oh, hauaha. Hier geht's ja ab. Gleich mal nachladen. Da hinten warten schon die nächsten Hunde irgendwo. Alter Schwede. Ja. Können wir vergessen, ne? Das muss ich so machen. Ich höre es gerade erst. Es beginnt jetzt. Die Kampfmusik hier drin ist genau die. Ja, dementsprechend mache ich das offscreen. Ich sage danke fürs Zuschauen. Das ist ein kurzes Video. Gerne Like oder Kommentar. Ich hoffe, ich muss es nicht komplett löschen. Wir sehen uns im nächsten Part.